herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich wollte euch heute den Scania Serie P vorstellen. Ursprünglich von GT Mike, aber nun wieder geupdatet von Galimim aus dem SCS-Forum. Link dazu natürlich alles in der Beschreibung zu finden. Den Scania P gibt es hier als Normal, als Highline und als Highline und Topline. Und ja, Anbaupunkte kommen auch gleich dazu. Wir haben hier die Streamline-Variante auch zur Verfügung. Kann man ja auch alles ändern, ne? Alles, wie man das möchte, steht ja alles da. Entweder die normale Variante oder die Streamline, ne? Also so, oder dann so, wie es halt dann gern wünscht oder euch vorstellt. So, Motorisieren von bis. Sieht man auch hier. 404 PS, da geht was. Dann haben wir hier 6 Gänge, 12 Gänge, alles mit dabei. Interieur ist natürlich hier Standard, da brauche ich nichts erzählen. Auch in der Exklusivvariante. So, Skins. Ja, da ist ein bisschen was mit dabei. Ihr habt hier so, gut, das Einzige, was nicht funktioniert, ist der Quark hier. Aber ansonsten die ganzen Standard-Skins funktionieren. Also das läuft ja alles. Könnt ihr sehen hier, volle Palette. Aber es sind ganz viele Skins dabei, die funktionieren halt immer nicht. Warum auch immer. Ist mir aber relativ buggy. Wer das Mighty Griffin DLC hat, der kann das hier auch nutzen, so wie das Kabin DLC. Funktioniert bei dem LKW 1A, da gibt es zwei separate Links dazu. Findet ihr aber dazu auch im Download-Link, ne? Oder beziehungsweise im SCS-Forum, wenn er sagt, okay, ich brauche das oder ich will das, dann ladet euch das runter. Dann könnt ihr das hier nutzen, wenn gewünscht natürlich, ne? So, ansonsten, was haben wir? Die ganzen Rundumleuchten, klar, die leuchten. Ihr habt hier Standardbügel von SCS. Warum Mike? Ihr habt hier die ganz normalen Anbauteile auch mit dabei. Spiegel, das ist alles im Prinzip das gleiche hier, ne? Hier auch vom Interieur alles mit am Start. Hier, zack, zack. Also das ist halt vom Mighty Griffin DLC, das benötigt ihr natürlich, um hier richtig ja, alles genauso zu pflastern, wie es jetzt ihr hier bei mir sieht, ne? So, das machen wir original. Original. Ihr habt dann die ganzen Mighty Griffin Sachen mit dabei. Hier könnt ihr noch irgendwelche Lampen anbauen. So. So. Ist natürlich auch von Mighty Griffin, ne? Wer es nicht kennt. Anscheinend kennt es noch nicht so viele, weiß ich nicht. Dann hier auch alles normal, Standard. Die ganzen Bügel sind Standard. Die sind auch alles Standard. Also ihr habt im Prinzip hier alles SCS mit dabei. Also im Prinzip die komplette Palette, ne? Sagen wir es einfach mal so. Nur dass ihr halt hier die Scania P-Variante habt, ne? Mehr. Hier wird hier eigentlich nichts zum Sagen, weil der Rest funktioniert alles erste Sahne. Wie ihr hier schon sehen könnt. Auch hier im Interieur. Alles ganz normal. Kabin-DLC und. Bei Mighty Griffin habt ihr hier natürlich noch ein Tischlein. Tischlein deckt dich mit sämtlichen Krümpel, Tasse und. Keine Ahnung, sämtlichen Zeug halt einfach hier Dackel und hier nochmal eine Geldbörse, Tasche und Schlepptopf. Hier natürlich noch Kabinen-DLC, könnt auch sehen, funktioniert auch. Erste Sahne, kann auch mal zweite Sahne sein, läuft auf alle Fälle. Gardinen auch mit dabei, hier Krümpelzeug mit dabei, also es funktioniert hier auch alles 1A, wie ihr sehen könnt. Also wie schon gesagt, hier im Prinzip ist alles gleich wie im Original oder beim Original SCS. Scania, Sound, alles mit Original. Ihr habt halt wie schon gesagt nur hier diese P-Variante. Ne? Sieht man ja von der vom Fahrer aus ja schon. Das ist jetzt hier mal der Highline. Ich kann auch aber trotzdem noch die Lichtfunktion dann zeigen. Obligatorischer Lichttest wie immer. Zack. Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, alles mit dabei. Auch hinten, also es funktioniert natürlich alles nach wie vor, wie immer halt. Hier auch im Interieur. Alles leuchtet und funkelt, so wie es sein soll.
So, dann kommen wir kurz zu unserem Fazit zum Scania P. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, die normale Highline- oder Topline-Variante vom Scania P zu nutzen. Motorisierung gehen, glaube ich, bis 460 PS, wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe. Ansonsten spult ihr gerne nochmal zurück. Dann könnt ihr es aber nochmal kurz ansehen. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, hier das Mighty Griffin DLC und das Cabin DLC hier zu nutzen. Sind zwei separate Links gibt es dazu, damit ihr die auch nutzen könnt. Wenn ihr das nicht runterladet, dann funktioniert das hier natürlich auch nicht, ne? Klar. Ja. Genau, da könnt ihr euch den Tisch wieder reinbauen. Den habe ich irgendwie vorher wieder rausgekloppt, warum auch immer. Aber wer das Video ganz gesehen hat, ja, der hat es auch gesehen, dass es hier funktioniert. Ne? Also Tisch und so mit Tischlein decklich funktioniert hier 1A. Ja, ansonsten habt ihr noch Fragen, dann gern kommentieren oder im STS-Forum nachfragen. Logisch. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Scania P von Galimi aus dem STS-Forum. Und Daumen da lassen, Abo da lassen und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. In diesem Sinne, also gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.